Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Darkfall Lost Souls. Letzte Folge haben wir hier ja eine kleine Autofahrt mit einem Geist gemacht, mit dieser Frau, die die Bank auch überfallen hat. Ja, ich habe die Fragen nicht so gut beantwortet, deswegen werden wir das Ganze jetzt gleich nochmal neu starten und mal sehen, ob ich es diesmal richtig mache. Ich weiß allerdings nicht, wie ich die Antworten hier angeben soll, also ich hoffe auf das Beste. Dämmer los. I'm here. In the driving seat. Kann ich dir helfen? Can I help you? Now there's something I must do. End this once and for all. What do you do if this thing can't move? Not in your world, maybe, but mine. Please slow down. You'll get us killed. That's the idea. Hold tight. We can both find peace tonight. Ich will aber keinen Frieden mit dir finden. Wenn, dann finde ich ihn selber. So. Warum möchtest du nicht wieder schlafen gehen? Did you spend time in jail? Is that it? Das glaube ich nicht. Hast du jemanden verloren, der dir nahe stand? Ja, ich mach das mal. Die Synchronstimme ist witzigerweise weg. Witzigerweise ist von dem Inspektor die Synchronstimme weg. Quite a talent. Warum denn nicht? Boah, wir werden wieder schneller. Ich gebe hier wieder voll die Scheiße ein. Ich mache hier wieder alles falsch, Leute. Nein! Du kannst immer noch die Welt sehen. Es ist nie zu spät. But you were in love. You may be again. Have hope. Oh, vielleicht findet sie ja wieder ihre Liebe. Sie soll Hoffnung haben. Ich weiß gar nichts über sie. Oh. So, your life of crime is over, Slyfox. Ich soll aus dem Auto rausgehen. Boah. Die Antwort scheint richtig zu sein. Boah, nein, anscheinend doch nicht. Ich will nicht in die Hölle. Nein, nicht in die Hölle. Bitte. Oh Mann. Und schon bin ich wieder da. Ja. Okay, ich hab's wieder vermasselt. Ja, dann gleich den nächsten Versuch starten, wa? Irgendwann muss es ja klappen. Ich hoffe es zumindest. I'm here. In the driving seat. Oh. Ja, ich will dir doch irgendwie helfen können. End this once and for all. What do you do if this thing can't move? Not in your world, maybe, but mine. Please slow down. You'll get us killed. That's the idea. Hold tight. We can both find peace tonight. So. Also das untere ging ja nicht, dann nehme ich mal das mit dem Gefängnis. Okay. There must be life after prison. Oh, ich nehme mal das erste. Oh nee, das ist doch auch scheiße. Mal gucken. Ja,
selbstverständlich. Es war wieder falsch. Traveling alone, but you were in love, you have hope. Komm, du kannst Hoffnung haben. Scheiße. Wieder falsch. Komm schon. Is this what you would have wanted? No, sir. You are shot. Get over my car. Boah, ja, jetzt rasen wir wieder in den Tod. Ab in die Hölle. Ja, ich habe wieder richtig gut hinbekommen hier. Ach scheiße. Das ist doch kacke. If he's gone, I have no reason to live. Ja, so viel dazu. Und nochmal das Ganze. Ich würde mal sagen, wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann mache ich danach gleich mal einen kurzen Cut. Und wir würden uns dann wieder sehen, wenn ich es geschafft habe. I'm here. In the driving seat. Damit ihr halt nicht hier die ganze Zeit ein und dasselbe lesen müsst. Can I help you? Now there's something I must do. End this once and for all. What do you do if this thing caught me? Bin echt so doof für so'n Scheiß. Not in your world, maybe, but mine. Please slow down. You'll get us killed. That's the idea. Hold tight. We can both find peace tonight. Ist doch klar, dass ich sie nicht richtig befragen kann. Ich bin Großhandelskaufmann, verdammt. Ich bin kein Inspektor, kein Polizist, der irgendwelche Leute ausfragt. So. Also das in der Mitte war ja anscheinend richtig. Nehme ich das nochmal. So. Also das untere funktioniert auf jeden Fall nicht. Nehme ich mal das mittlere, da muss es doch ein Leben nach dem Gefängnis geben. Okay, scheint auch richtig gewesen zu sein. Das Auto wird nicht schneller. Okay. It's never too late. Ah, ich nehme das mal. Scheiße, das oberste war ja auf jeden Fall falsch. Das hatte ich ja schon. Ah, ich weiß nichts über sie. Ah, scheiße, es war wieder falsch. Das oberste hatte ich genommen, das war falsch. Das unterste habe ich, glaube ich, beim ersten Mal schon versucht, das war auch falsch. Ich nehme mal das mittlere. Ah. Hätte ich bestimmt das untere nehmen müssen. Wer ist eigentlich Christoph? Ah, ach kacke. Nicht doch. Ja, und ich fahre das Auto wieder gegen die Wand. Ah, ich glaube, ich bin jetzt schon weitergekommen. Ich versuche es jetzt einfach nochmal in diesem Video, in diesem Part. Ich glaube, jetzt müsste ich das ja eigentlich mal schaffen. So doof kann doch keiner sein. Wobei ich eigentlich schon. Ich hoffe, dass ich es jetzt schaffe. Yeah, welcome back. So. Und nochmal das Ganze. Dass wir uns immer auch wieder diese Prologe angucken müssen. Okay, kann ich dir helfen? Now there's something I must do. End this once and for all. What do you do if this thing caught me? Not in your world. Eigentlich könnte sie mich gleich mal zum nächsten McDonald's fahren. Ich hab nämlich Hunger. Es wäre eigentlich sehr freundlich von ihr, wenn ich hier schon diese blöden Fragen stellen muss und sie, wenn ich sie falsch frage und falsche Antworten gebe, mich im Tod wehrt. Da könnte sie mir doch eigentlich mal ein Mac-Menü ausgeben.
bin ich klar dafür. So, also das mittlere war ja richtig. Genau. So, dann hatten wir gesagt, there must be life after prison. Das war ja auch richtig. Hm. Okay, und jetzt müssen wir mal das Richtige finden, ja. Das mittlere. Das scheint auch richtig. Ja, das war auch richtig. Nehme ich jetzt mal das oberste. Oh, not a very good one. Scheiße, das war wieder falsch. Okay, was nehme ich hier jetzt? Das obere war falsch, das untere war falsch. Dann nehme ich jetzt das mittlere. Warum? Nein. Ach Scheiße. Ach Kacke. Das ist doch blöd. Okay Leute, ich glaube, dann mache ich hier mal einen kurzen Cut, damit ich das Rätsel hier mal das Frage- und Antwortspiel mit ihr löse, und wir sehen uns danach wieder. Bis gleich, euer Boriak. Ja, hier sind wir auch schon wieder. Ich habe das Rätsel jetzt endlich gelöst. Die Frau sagte mir am Ende noch, dass ich meine eigenen Dämonen hier noch bekämpfen muss. Sie ist gegangen. Sie hat den Frieden gefunden und sagte dazu noch, dass Amy die Dunkelheit ihrer selbst ist. Also, sie scheint für alles hier verantwortlich zu sein. Nicht dieser Mr. Bones, sondern Amy. Und wir haben auch noch nette neue Spielzeuge bekommen. Zum einen Dietriche. Damit können wir ja, wie wir wissen, im zweiten Stock die Schlösser wahrscheinlich aufmachen. Ich tippe mal ganz stark darauf. Und dann haben wir noch eine zweite Scheibe bekommen. Die erste Scheibe hatten wir ja im unteren Geschoss bekommen, als wir das Spiel mit Amy gespielt haben. Und jetzt haben wir von der Frau halt noch eine zweite, weitere Scheibe bekommen. Ja, und das war's eigentlich auch schon an Spielzeugen, die wir haben. Eine Schere haben wir auch noch im Petto. Das sieht sehr gut aus. Ja, dann würde ich mal sagen, begebe ich mich mal ab in den zweiten Stock. Mal gucken, ob ich das Schloss geknackt bekomme. Wie war das noch? Ja, muss ich hier raus. Genau hier durch und da durch. Zack. Genau, am Zimmer mit der schreienden Frau vorbei. C. Warte, konnte ich hier... Ne, ich musste durch C gehen. Ne, ich musste ja durch diesen komischen Kokonraum durch. Ja, genau der. Schöne, nette Geräusche hier in diesem Raum. Oh. Oh, dieses Zimmer mag ich immer noch nicht. Gott, diese ganzen Augen an der Wand. Schlimm. Schlimm. Die Spritze sind auch immer noch da. Zweiter Stock. Ja, machen wir mal unsere Taschenlampe an. Zack. So, mal sehen, ob wir das jetzt mit den Dietrichen öffnen können. Ja. So, wie funktioniert jetzt das Ganze? Ich kann hier an bestimmte Stellen klicken anscheinend. Das hört sich nicht gut an. Das scheint richtig gewesen zu sein. Das
hörte sich auch nicht richtig an. Klack. Den auch nochmal. Das war auch falsch. Den nochmal rum. Klack. Ah, dann kommt immer so ein Sound. Das war wieder falsch. Das war richtig. Dann war hier die 2. Ja, das war auch richtig. Probieren wir mal oben. Oh, das war auch richtig. Einmal runter. Oh, das war schon wieder falsch. Okay, nochmal. Das, dann war die 2 war hier. Die 3 war hier oben. Ja, gehen wir mal hier hin. Oh, das hört sich gut an. Yeah! Schon haben wir das Schloss geknackt. Dann wollen wir mal sehen, was auf uns zukommt. Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. The inspector, he came to see me today. He thought that I had gone away. Wer dachte das? Ah, wieder eine Einladungskarte. Partypasswort Malus. I am having a birthday party an den Inspektor von Amy. Tag, wieder mal heute. Wo? Zimmer 2C. Ja, wir befinden uns ja jetzt im zweiten Stock. We are going to play a game. Also ich werde mal wieder Blind Man's Bluff. Wenn ich mich nicht irre, ist das auf Deutsch blinde Kuh. Also sollen wir mit dir blinde Kuh spielen? Das hört sich ja gar nicht gut an. Das Passwort des Malus. Ich glaube, das sollten wir uns merken. Das schreibe ich mich hier gleich mal kurzerhand auf. PW Malus. Malus. Okay. Ja. Mit der Kiste kann ich auch nichts weiter machen. Und das Bild können wir uns angucken. Eine Kutsche mit 2 Pferden und ich würde sagen, Mann und eine Frau auf der Kutsche. Ich kann hier aber nichts mit dem Bild machen. Zimmer 2B. Den Gang können wir weitergehen. So, ich glaube, wir fangen mal mit A an. Ganz chronologisch. Ui! Wer ist da? Okay, ich kann nichts machen. Ich drehe mich mal um. Ich will mich nicht umbringen. Okay, ganz dunkel. Ich kann da hingreifen. Hallo? Hallo? Wer? Wer bist du? Who? Who are you? Absolut nichtssagend. Was ist mit dir geschehen? What happened to you? Ein leichter Stöhner. Warum bist du hier? Why are you here? Hast du ein junges Mädchen namens Amy gesehen? Have you seen a young girl called Amy? Was? 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 Nein, ich will nicht sterben. Ich will raus. Nein. Was zum Teufel? Nein, ich will hier raus. Ich kann nichts machen. Oh, Gott sei Dank. Oh, was war das denn bitte? Scheiße. Was geht denn hier jetzt schon wieder ab? Okay, ich glaube, dann gehen wir lieber ins Zimmer B. Das Zimmer A lasse ich dann mal außen vor. Ach, guck an. Hier haben wir wieder so ein rotes Blutding. Ich glaube, das müssen wir wieder zerschneiden mit der Schere. Versuchen wir das gleich mal. Na, komm schon. Ah, jetzt. Klack. Hier können wir irgendwas machen. Ein Aschenbecher. Da haben wir doch diese Zigarette, oder? Ja. Ich kann mir die da reinlegen. Tatsache. Uns fehlt hier aber anscheinend noch was. Die Augen sichern nicht.
Nee, Wodka wollen die auch nicht. Pillen wollen die auch nicht dazu. Ja gut, haben wir anscheinend noch nicht alles. Kann ich hier sonst noch was machen? Nee, ich kann hier auch nicht weiter. Nee, okay. Huch, wer bist du denn? Ja, gehen wir mal wieder raus. Echt, da waren ja ziemlich viele Scheren in der Wand. Vielleicht kriege ich ja da jetzt eine Schere raus, obwohl ich hier überhaupt nicht wieder rein will. Hoffentlich mache ich keinen Fehler. Ja, cool. Ja, sehr gut. Dann brauchen wir nicht immer an dieses andere Scherenzimmer ran. Ist ja doch ziemlich weit weg ist eigentlich. Okay. Huch, ich will mich nochmal drehen. Ich will hier raus. Ich will hier schnellstmöglich raus. Leck mich. Kannst du nicht mal. So, wieder auf dem Flur im zweiten Stock. Ja, um was sich im Dunkeln verbirgt und wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Darkfall Lost Souls. Bis dahin, euer Boriak.